Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Der geheimnisvolle Wald. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Marania, ich grüße dich. Das ist dein Video und du hast mehreren Fragen gestellt. Du möchtest dich von Ängsten befreien, dann interessiert dich deine Seele, dein Inneren und natürlich möchtest du auch befreit endlich mal aufatmen und möchtest wissen die Zukunft. Es gibt auch andere Themen bei dir wie deine Weiblichkeit. Ich habe das Gefühl, du bist zu kritisch dir selbst gegenüber oder vergleichst du dich mit anderen. Jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch hat die Schönheit in sich. Und wir leben auf die Erde und das ist die Mittelerde. Und hier gibt es Gutes, gibt auch Böses und jeder einzelne Mensch auf diesem Planet hat ein Päckchen zum Tragen, sonst wären wir gar nicht hier. Dabei lernen wir etwas Neues. Das Ziel ist, glücklich zu sein, befreit fühlen, dass die Seele gut geht. Und wir sollen auch um unsere Seele kümmern. Und das wohnt in unserem Inneren. Das ist ein inneren Tempel. Und es tut gut, wenn wir immer wieder unsere Seele besuchen, in einer meditativen Haltung. Und das hat eine beruhigende Wirkung, hat eine Heilkraft und wir spüren das Göttliche in uns. Und wenn wir intuitiv handeln und lassen wir uns inspirieren im Leben, dann haben wir die schöpferische Energie und können wir unserem Schicksal schöpferisch gestalten. Und das passiert immer, in die Richtung bewegt sich etwas, wo wir hinschauen, weil da lenken wir die Aufmerksamkeit und da manifestiert sich etwas. Also wir haben die Zügel selbst in Hand und können unserem Schicksal lenken. Der einzige Hindernis ist die Angst. Natürlich gibt es auch Hindernisse von außen, ganz klar, oder die Erinnerungen. Wir haben diese Päckchen nun mal zum Tragen. Aber die größte Fehler, die größte Stolperstein in unserem Leben ist die Angst. Weil das blockiert alles, kränkt uns auch regelrecht. Also ist wichtig die Angstbefreiung. Aber was machen wir dann, wenn wir die Angst verspüren? Nicht damit beschäftigen. Sonst lenken wir die Aufmerksamkeit auf die Angst und das vermehrt sich. Zum Schluss haben wir Angst vor Angst, sondern sofort umdenken. Umdenken an etwas, was beruhigend wirkt oder uns zum Lachen bringt. Und da haben wir gar keine Zeit mit Angst zu beschäftigen. Irgendwann ist das gar nicht mehr da. Und jetzt astrologisch, nach indischen Berechnung. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Du bist ein Kind davon. Und die Krebs beschreibt die inneren Tempel. Und es braucht dein Gefühl. Deine Sonne ist auch im Krebs, dein Mars ist auch im Krebs, das zeigt deine innere Kraft. Krebs, Mars ist nicht aggressiv, aber kraftvoll, wenn du deine innere Kraft entdeckst. Und es geht über Gefühle, weil Krebs gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Und da kann ich nur eins sagen, raus aus den negativen Gefühlen, wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, weil das blockiert und kränkt. Und übergehen auf die positiven Gefühlen, da
Das ist die Kraft, das ist die schöpferische Energie, wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Vertrauen, Kraft und Mut und Liebe. Im zweiten Lebensbereich sind die Finanzen oder Werte oder Wertschätzung. Da hast du die Löwe-Energie, das ist aber sehr kraftvoll und königlich. Hier hast du Merkur in dein Geburtshoroskop, das ist dein inneren Kind, dein Jupiter, das ist deine Chancen, Möglichkeiten, das ist dein inneren Sonne, das ist deine Größe. Dann hast du hier Venus, das ist deine Weiblichkeit, sehr königlich. Löwe braucht die Mittelpunkt und du bekommst diese Anerkennung und Wertschätzung auch als Frau und dann Pluto. Pluto zeigt die Macht und die inneren Kraft. Im dritten Lebensbereich ist die Schule des Lebens. Hier hast du karmische Themen, weil Ketu ist da, die absteigende Mondknoten. Und das zeigt die Vergangenheit, karmischen Themen. Und hast du Uranus hier. Und Uranus beschreibt deine Persönlichkeit. Du bist einzigartig und außergewöhnlich. Und das belehrt dir das Schule des Lebens. Aber das ist im Jungfrau. Und die Jungfrau ist bescheiden und zurückhaltend. Kann das gar nicht vorstellen, dass du außergewöhnlich bist. Hier muss deine Persönlichkeit entwickeln in dir. Natürlich hat die Jungfrau eine Heilwirkung, ganz klar. Im vierten Haus oder vierten Lebensbereich hast du Waage. Das ist die Basis, das ist die Fundament, das ist die inneren Gleichgewicht. Zeigt auch dein Zuhause. Du brauchst ein schönes, gepflegtes Zuhause. Hier hast du keinen Planet. Dann die fünfte Lebensbereich beschreibt die Kinder, aber auch die schöpferische Kraft. Hier hast du Skorpion und Neptun im fünften Lebensbereich. Skorpion gehört zum Wasserelement. Also handelt es sich um Gefühle. Und hier ist die Transformation, die Erneuerungsprozesse. Und das ist das gleiche Thema. Raus aus negativen Energie, negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, weil das blockiert. Und übergehen auf den positiven Gefühlen wie Vertrauen und Liebe. Und Neptun zeigt deine Träume. Du kannst deine Träume verwirklichen, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Und das geht durch Gefühle, durch die Skorpion-Energie. Wenn das nicht erlebt wird und du verneinst das, dann fühlst du dich enttäuscht. Die sechsten Haus oder sechsten Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit. Hier hast du die Schütze-Energie ohne Planeten. Schütze steht in Verbindung zum Ausland, Auslandskontakten und Reisen. Das kann auch eine innere Reise sein, eine Glaubensrichtung oder Spiritualität. Außerdem der Pfeil der Schütze zeigt in eine Richtung und das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituell bedeutet dieses Zentrum, hier sind unsere Wünsche, wünsch dir was. In diese Richtung sollst du dich bewegen. Schütze ist auch sehr beweglich. Dann kommen die Feuerelemente dazu, die Kraft, die Mut und die Begeisterung. Hier hast du kein Planet in dein Geburtshoroskop, aber zurzeit bewegt sich hier Ketu, die absteigende Mondknoten, und das symbolisiert alte karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Ketu wirkt bis Oktober dieses Jahres hier. Und dann hast du hier einen rückläufigen Jupiter. Das zeigt deine Chancen, Möglichkeiten und auch das Recht. Du hast das Recht dazu, hier in eine Richtung bewegen, was du wünschst. Und hier ist ein rückläufiger Pluto. Pluto zeigt, konzentriere jetzt auf die Wesentliche, das ist gerade die Zeitqualität. Im siebten Haus oder siebten Lebensbereich sind die Verträge, auch Ehe oder Partnerschaft. Hier hast du die Steinbock-Energie. In jungen Jahren ist es hart oder streng oder konservativ. Aber im zweiten Lebenshälfte bringt die Steinbock Glück,
weil das stabilisiert sich etwas. Hier hast du keinen Planet, aber ein rückläufiger Saturn bewegt sich gerade hier, nach indischen Berechnungen, dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch. Also in die Liebe-Partnerschaft stabilisiert sich etwas bei dir. Achten Haus oder achten Lebensbereich nennt man als Tod. Natürlich kann das auch Todesfall auch auslösen oder eine erbschaftliche Situation. Aber hier gibt es auch andere Themen wie Sexualität oder ämtlichen Angelegenheiten, was mit Finanzen was zu tun, wie Finanzamt oder Banken oder Versicherungen oder Erbschaft. Und hier im achten Lebensbereich lernen wir etwas. Festhalten, loslassen, festhalten, loslassen. Das ist ein Wechsel wie Tag und Nacht, einatmen und ausatmen. Wir sollen das bewahren, behüten, befestigen, was für uns wertvoll ist. Das kann Gedanken sein, das kann Gefühlen sein, das kann zwischenmenschliche Kontakte sein, das kann ein Ort sein oder ein Gegenstand. Weil das sind Werten und all das, was wir nicht brauchen, das Loslassen und immer wieder mal aufräumen. Hier hast du Wassermann. In deinem Geburtshoroskop befindet sich hier kein Planet, aber ein rückläufiger Neptun bewegt sich gerade hier. Und Neptun zeigt, lebe deinen Traum, glaub daran, das sind deine Werte. Auch wenn es momentan so unvorstellbar erscheint, glaube daran, das wird was. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen, Ausland, Auslandskontakt, höhere Bildung oder eine innere Reise. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. In diesem Zeichen sind zwei Fischen und sie schwimmen in verschiedenen Richtungen. Es ist Wasserelement, handelt sich also um Gefühle. Die eine Richtung ist die negativen Gefühle, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Neid, Hass. All diesen Gefühlen ist die eine Richtung. Die andere Richtung sind die positiven Gefühle, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft, Mut, Vertrauen und Liebe, das ist göttlich, das ist schöpferisch und hat eine Heilwirkung. Und das ist deine Reise, das ist deine Seelenreise. Und hier hast du in dein Geburtshoroskop Rahu die aufsteigende Mondknoten. Das ist dein karmischer Weg, was du noch nicht kennst. Aber deine Seele braucht diese Richtung. Die Tierkreiszeichen Fischen befreit dich, befreit deine Seele. Ich wiederhole mich. Diese beiden Fischen schwimmen im Ozean, die Gefühle in verschiedenen Richtungen. Die eine kränkt, blockiert, das sind die negativen Gefühle. Und die andere befreit, das sind die positiven Gefühle. Und hier ist das Vertrauen, das Urvertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Und noch etwas, hier ist die Reichtum verborgen. Auch die finanzielle Reichtum, aber auch das innere Reichtum. Das ist ein karmischer Weg, was dich befreit. Weil das im neunten Lebensbereich ist, das kann auch Ausland sein, Auslandskontakte oder viel Reisen oder Fremdsprache. Aber auch inneren Reise, in Glaubensrichtung oder Spiritualität. Hier im neunten Lebensbereich bewegt sich zurzeit Mars. Das ist eine Kraft, wo du dich einsetzen kannst, oder eine männliche Person. Zehnte Haus oder zehnten Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes. Das Höchste, was du überhaupt erreichen kannst, das sind deine hohen Ziele und Ideale. Hier bekommst du Ansehen und Anerkennung. Das zeigt auch die Öffentlichkeit und deine Berufung. Hier hast du die Tierkreiszeichen Widder. Das gibt dir die Kraft, die Mut, deine Ziele zu erreichen. Wobei Widder ist nicht geduldig.
sondern sucht immer wieder neue Ziele, neue Wege. Und hier hast du deinen Mond. Mond symbolisiert deine Mutter, symbolisiert Mütterlichkeit, aber auch dein Unbewussten, deinen Gefühlen. Und hier hast du einen rückläufigen Saturn in dein Geburtshoroskop. Diese Rückläufigkeit zeigt karmischen Themen. Aber diese Saturn-Energie erschwert deine Kindheit. Das kann auch Mutterthemen sein oder eine strenge Mutter. Und hier hast du Lernaufgabe, weil Saturn ist der große Lehrmeister. Und all das befindet sich im Mondhaus Ashwini. Und hier ist die Heilung und Heilenergie, deine heilerische Kraft. Oder bei Mutterthemen brauchst du die Heilung, weil das wirkt auf deinen Unbewussten, wirkt auch deinen Gefühlen. Hier bewegt sich zurzeit nach indischen Berechnung Uranus. Hier kommen Umbrüche und Veränderungen. Unerwartete Ereignisse in Öffentlichkeit, in Berufung oder was deine Ziele betrifft. 11. Haus oder 11. Lebensbereich sind Freundeskreis, Bekanntenkreis, Freundschaften, aber auch die Hoffnung, die Träume, die Wünsche, die Sehnsüchte. Hier hast du die Stierenergie und Stier genießt das Leben und kümmert um das Besitz. Nimm das im Besitz, wovon du träumst. Hier bewegt sich zurzeit Venus, das zeigt eine Weiblichkeit oder Kontakt zum anderen Frauen, immerhin beschreibt es auch die Freundeskreis. Die 12. Haus oder 12. Lebensbereich beschreibt die Geheimnisse des Lebens, die verborgenen Dinge, auch karmischen Themen oder die Ursache an etwas. Hier hast du die Zwillingsenergie und das bedeutet Leichtigkeit, das ist die Luftelement. Und wir dürfen nicht vergessen, bei den Zwillingen sind zwei, Castor und Pollux. Castor zeigt das menschliche Dasein, was wir erleben hier auf der Erde. Und Pollux zeigt das Göttliche, unsere Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung und wir haben die Verbindung, wie die zwei Zwillinge uns das zeigen. Und hier bewegt sich zurzeit Rahu bis Oktober dieses Jahres, aktiviert bei dir karmischen Themen. Das ist für dich wie eine Neugeburt, die Erneuerungsprozesse, damit du zur Leichtigkeit kommst. Und jetzt zu dieser Legung. Diese Karten, diese Baumkarten sind meine eigenen Karten. Zwar, ich habe zwei Packungen davon. Ich zeige die Verpackung. Und jeweils ist 100 Karten dabei. Also ich habe so große Freude daran. Ich finde die Bilder so wunderschön. Und wir sind in Verbindung zu unserer Mutter Erde und Natur. Erstmal betrachten wir deine Vergangenheit, deine karmischen Themen, all das, was du in früheren Leben erlebt hast, das zeigt diese Pflanze und bedeutet das Süße des Lebens, die Lebensfreude. Entweder fehlte diese Lebensfreude und du hast immer wieder mal diese Bitterkeit erlebt, und du hast diesen Nachholbedarf, das Leben zu genießen, kann auch bedeuten, dass du Menschen begegnet hast, wo immer so honigsüß kamen und war aber nicht die Wahrheit, sondern waren Lügen oder Intrigen. Das wird immer honigsüß verpackt. Und das kann für dich eine Lernaufgabe sein. Erstens vorsichtig sein, nicht alles glauben, was dir erzählt wurde. Zweitens, das Leben genießen. Wir bleiben noch in Vergangenheit, in deiner Kindheit. Diese Pflanze zeigt das Loslassen. Und das heißt, diese Kindheitserinnerungen sind da. Das können wir nicht verleugnen. Und das zieht sich wie roter Faden durch unser Leben. Die schönen Erinnerungen sollen wir behüten und bewahren.
Das sind wahre Schätze. Und das stärkt uns innerlich. Und all das, was bitter ist, was mit Tränen verbunden sind, da nicht aufhalten. Weil das ist Vergangenheit und es kehrt nie wieder zurück. Also wir brauchen nicht allzu viel nachdenken, sondern wir müssen umdenken oder hier und jetzt sein. Das befreit uns. Wir bleiben noch in Vergangenheit, deine Jugend. Wie hast du das erlebt, liebe Partnerschaft? Diese Blume symbolisiert eine Kerze, zwar eine weiße Kerze. Du brauchst die Reinigung. Du musst von dieser Energie raus, sonst hast du Verlustängste, dann bist du unsicher, dann vergleichst du deine jetzige Situation mit Vergangenheit und traust nicht zu, in eine Partnerschaft einzugehen oder kannst du das nicht vorstellen, glücklich sein in die liebe Partnerschaft. Du kannst auch eine weiße Kerze anzünden, das hat auch eine reinigende Wirkung. Dein Gegenwart zeigt dieser Baum, Eukalyptus, und das bedeutet Atem. Du musst jetzt im Atem bleiben. Und das gibt die Luftelement, die Leichtigkeit, viele Dinge loslassen, was du nicht brauchst, mal aufräumen und endlich aufatmen. Das kann Gedanken sein, kann Gefühlen sein, kann Kontakten sein, kann Ort sein oder Gegenstände sein. Worüber sollst du nachdenken? Das zeigt hier diese Pflanze Vergänglichkeit. Alles ist vergänglich und jede Zeit hat seinen Reiz. Aber wichtig ist hier und jetzt sein, weil das stärkt dich. Du musst nicht allzu viel nachdenken, was war in Vergangenheit. Auch nicht zu viel nachdenken, was kommt in Zukunft. Wenn du deinen Tag gestalten kannst und abends denkst zurück und es erfüllt dich und du bist ruhig und zufrieden, dann hast du das geschafft. Weil die Tage werden Wochen, die Wochen werden Monaten, die Monate werden Jahren und so hast du ein erfülltes Leben. Nur der Tag zählt. Dann hast du viel weniger Ängste. Und wie geht das weiter? In welche Richtung sollst du schauen? Das zeigt die Partnerschaft. Du wirst eine glückliche Partnerschaft eingehen. Glaube daran. Vertraue das. Und das befreit dich auch. Weil das ist die Ergänzung. Und das steht dir zu. Und mach keine Gedanken über deinen Körper. Weil dein Partner wird dich so schön finden. Sei selbst, du musst dich auch nicht vergleichen mit anderen. Und du hast deine Schönheit. Und die Ausstrahlung ist auch wichtig. Eine tolle Auftreten, Ausstrahlung, deine Persönlichkeit, das Ganze zählt, das Ganze. Und jetzt deinen Gefühlen. Was kannst du verbessern in deinen Gefühlen? Hier ist Hilfe angesagt. Entweder Selbsthilfe oder jemand hilft dir. Achte auf deinen Gefühlen. Weil das ist so, du selbst bestimmst die Zukunft. So wie du das vorstellst. So in die Richtung, wo du hinschaust. So weit, so gut. Das ist einfach. Das Schwierige ist das zum Fühlen, weil ohne Gefühlen geht das nicht und Angst blockiert, dann kann das gar nicht zum Erfüllung gehen. Achte auf deinen Gefühlen, ich wiederhole mich, raus aus negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. Übergehen auf den positiven Gefühlen wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Kraft und Mut, Vertrauen und Liebe. Mit diesen positiven Gefühlen wird unserem Traum wahr. Und lebt es. Dein Wunsch wird erfüllt. Und wie geht es weiter? Deine Zukunft ist hier.
Was deinen Gefühlen betrifft, dieser Lindebaum schenkt dir die Harmonie und inneren Gleichgewicht. Und das brauchst du auch. Der tiefste Punkt in deinem Horoskop ist die Zeichen Waage. Und dieser tiefste Punkt ist die Basis, die Fundament auf dein Leben. Das gibt dir Halt. Und die Waage zeigt das innere Gleichgewicht und Harmonie. Das brauchst du wie Luft zum Atmen. Genau das zeigt hier dieser Baum, diese Harmonie. Deine Zukunft, deine weitere Zukunft ist hier die Vielfalt. Mehrere Chancen, Möglichkeiten oder du hast vielseitige Interesse. Genieße das. Das ist schöpferische Energie. Liebe Maranja, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.